Gutmütig, würden Rubens Eltern sagen. Familie Klink hält seit 10 Jahren Alpakas auf ihrem Hof im Schwäbischen Wald. Inzwischen 45 Stück. Ruben hilft kräftig mit. Das ist zum Beispiel die Miss Kiss. Und ja, schon auch ein bisschen Liebling von uns. Sie geht dann mit auf Schoß und da ist sie dann auch ein bisschen bevorzugt, vielleicht das eine oder andere Mal. Am Anfang war es mehr Hobby, es wurde es immer größer und inzwischen ist man schon auch mit einem wirtschaftlichen Gedanken dabei. Und deshalb heißt es Schönheitscheck für die große Zuchtschau. Hengst Roy Maramol soll verkauft werden. Er gehört zu der Art der Huacaya mit dichtem Vlies. Ein Kilo der Wolle bringt um die 20 Euro. Ein ausgewachsenes Tier trägt einen 5 bis 8 Kilo Pelz mit sich herum. Also die Huacayas werden nicht gekämmt, sondern es wird der Staub ein wenig herausgeklopft und oberflächlich die Stroh- und Heuteile, weil man sonst die Struktur kaputt macht. Ilona und Ulrich Kindler aus dem Taubertal halten noch eine zweite Alpaka-Art, die langhaarigen Suri. So, jetzt nehmen wir einen Suri. Ja. Die werden jetzt zum Beispiel nur alle 2 Jahre geschoren, damit das Vlies lang wachsen kann. Dafür bringt die Wolle im Verkauf fast das Doppelte. Aus dieser Faser wird mehr Strickwolle gemacht und aus dieser Faser wird ein Stoff gewebt, der dann ähnlich einem Seidenstoff ist. Aber Alpaka-Halter wie Simon Klink erzielen den eigentlichen Gewinn mit dem Verkauf von Zuchttieren. Bis zu 10.000 Euro kann ein Hengst bringen. Das sollten Sie sich anschauen. Ein Hengst der Spitzenklasse. Mit 2.000 Euro startet die Auktion. Und bringt gerade mal 2.100 Euro vom neuen Besitzer. Ich hätte mir eigentlich gern 3.000 Euro erhofft, aber ja, ich denke, es ist okay. Die Alpaka-Züchter sind es nicht gewohnt, Alpakas zu ersteigern und von daher ist da sicher auch noch einiges aufzuholen. 3.000 Besucher sind gekommen, obwohl Schauen wie die in Ilshofen erst am Anfang stehen. 80 Züchter mit 367 Tieren nehmen teil. Hier dreht sich alles um die schönsten der kleinen Kamelart und ihre Wolle. Ja, ich habe totales Herzklopfen. Total aufgeregt. Nur einer erscheint ganz cool, der 9-jährige Ruben, Sohn von Züchter Simon Klink. Doch dann aus der Traum vom großen silbernen Pokal. 367 Tiere im Wettbewerb und ausgerechnet sein Hengst Lambrusco hat den Champion-Titel verpasst. Sag uns mal, was ist los? Nix! Bist du jetzt enttäuscht, dass du nicht ein Champion geworden bist? Da gibt es auch Hoch und Tiefs, wie überall im Leben. Und dann machen wir weiter, da wird es auch wieder ein Hoch dann geben, ja. Das wär's gewesen. Familie Klink hofft aufs nächste Jahr.